Währenddessen bei den anderen in der Rabengasse. Ihr sitzt vor einer großen Karte, der Baronie Maus betrachtet das Schlachtfeld bzw. das Schriftstück, was Iserun die letzten Stunden analysiert hatte, und ebenso eine große Karte von Medina, die vor euch ausgebreitet liegt. Was wollt ihr tun? Wir sollten uns vielleicht langsam darum kümmern, wie wir hier aus der Stadt wieder rauskommen. Gibt es irgendwelche Tunnel, die wir benutzen könnten? So nah an der See würde ich nicht darauf wetten. Signorina, wir haben immer noch eine Galeere. Ihr meint, ihr habt eine Galeere. Sie. Ich. Wie schnell kann sie ausfahren? Nun, ich müsste einen Befehl geben, und dann sind wir innerhalb von, sagen wir, einer Stunde weg. Auf See. Gut, das ist schön schnell. Lässt sich der Hafen irgendwie abriegeln, sodass man uns an der Flucht hindern könnte? Wisst ihr da irgendwas? Sie, Signora, sowohl von den Piraten als auch von all den anderen Gesocks, also Omeria und Krakonia und Zeliten, Dämonenarchen, sie, alles. Aber es gibt keine mechanischen Vorrichtungen, die man eventuell im Vorfeld sabotieren könnte. Sie, es gibt eine große Kette vor dem Hafen. Die hatte Barbarat vor damals den Jahren umgangen mit den Archen. Sie? Die könnte natürlich zum Problem werden. Oder zu einer großen, naja, großen Punkt auf unserer Seite. Wenn man. Signorina, wir können diese Kette beschädigen, ne? Wir sind Alan Fana, eh? Wenn wir etwas können, dann Sabotage. Klopft Daraphim auf die Schulter. Ja, er hat nicht Unrecht, aber wir wollen doch Land einwärts, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Unser Auftrag besagt es ja, dass wir erst diesen Gegenstand retten sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob es klug ist, ob wir, wenn wir dann landeinwärts gehen. Also ist euer Plan, den Krug holen und sich dann verpissen nach Norden, um den Jungen einzuholen. So ziemlich. Und ich würde darauf hoffen, eigentlich würde ich darauf wetten, dass der Bucklige hier eine ziemliche Niederlage erfahren wird. Ja, da würde ich auch von ausgehen. Was ich mir vorstelle, ist, dass wir möglichst viel Chaos sehen in der Stadt und innerhalb dieses Trubels dann unseren gefangenen Gefährten befreien. Ich würde zu diesem Zweck gerne in Erfahrung bringen, mit wem die Magdalenata besondere Schwierigkeiten haben, ob es Fraktionen gibt, mit denen sie sich immer wieder bekämpfen, ob man diesen Konflikt nicht schüren könnte. Also, wie wollen wir dann Alan Goldhand, wir sind unter uns, oder? Goldhand. Ja, wie wollen wir ihn dann retten? Wollen wir einfach in sein Gefängnis reingehen und die Stäbe auseinanderbiegen, also Graphie machen? Das schafft er bestimmt. Aber. Möglich, möglicherweise könnten wir aber auch noch etwas über den Richter herausfinden. Also, was ist das für eine Art Mensch? Ist er erpressbar? Wo wohnt er? Na, also ich sag, wir kümmern uns erstmal um diesen Krug. Ja. Und wenn wir Wir den müssen. Krug haben, fahren wir in Zerans heilige Hütte. Da werden wir schon was finden, um hier Chaos zu säen. Ideale wäre es natürlich, wenn zeitgleich oder kurz danach dieser Konflikt mit den Magdalenata möglicherweise sogar in der lebenden Werft eskalieren könnte. Also, ich denke, wir sollten das so machen. Bogdan, du machst dein Schiff bereit. Wir gehen in das Goldene Haus. Wir holen den Krug. Und was auch immer wir da mitnehmen können, nutzen das, um die Verwirrung oder wie auch immer zu stiften. Holen den Idioten aus dem Knast und verlassen die Stadt.
Ja, sie sind ja mit dem Schiff, ja. Ach ja. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gefoltert wurdet, aber der hält nicht ewig durch. Natürlich also müssen wir ihr Gas geben. Und schnell sein. Was vielleicht auch noch ganz hilfreich wäre, wenn die Piratenschiffe später noch das ein oder andere Ärgernis bedeuten sollten, dass vielleicht ein bisschen Brandöl auf einem oder zwei dieser Schiffe sich befindet, das unglücklicherweise zu einem richtigen Zeitpunkt am falschen Ort explodiert, wenn wir uns verstehen. Ja, ich bin dafür. Ja, Signor, Signorina, in welche Richtung fahren wir denn jetzt? Nach Norden, ja? Sie. Ja. Also gut, er klopft sich in die Hände. Rafim, dann wollen wir doch etwas sabotieren, ne? Solange die anderen nicht da sind, besorgen wir etwas Brandöl auf dem Markt und dann schnickschnack. Ja, aber ich weiß noch nicht, wollt ihr irgendwas sabotieren? Die Piratenschiffe, ne? Ja, aber warum? Damit sie uns nicht verfolgen. Ja, wir wissen alle, hier liegen mehr Piratenschiffe im Hafen, als wir sabotieren könnten. Wir ziehen nur Aufmerksamkeit auf uns. Ich dachte, ich denke, der Plan eher, das ist eine Art Fluchtabsicherung. Genau. Ja, aber ihr wisst schon, dass sie das merken könnten. Und dann ziehen wir Aufmerksamkeit auf den Hafen und das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Oder nicht? Wir können auch unter Wasser die Ruderkette beschädigen, ne? Tauchen. Ja, da hatte ich noch gar nicht gedacht. Das klingt interessant. Ja, aber hier, Voltax, deine Ruderkette hält dich doch nicht auf, oder? Mich nicht, nein, aber ich bin jetzt nicht der beste Schwimmer, wie du weißt. Also, ich wäre euch da nur ein Klotz am Bein. Ich würde dann vielleicht etwas Unauffälligeres bevorzugen. Ja. Also ich denke, wir sollten erstmal warten, bis die anderen wieder hier sind, damit wir wissen, wie lange dieser Befehl braucht. Si, Signore. Jalan hätte jetzt bestimmt einen guten Plan, aber er ist ja gefangen, eh? Ich glaube, das war sein Plan. Ah, der ist genial. Er infiltriert die Leute von innen. Das ist ein guter Plan, sehr clever. Ich glaube, ihr überschätzt Jalan maßlos. Er wollte sich foltern lassen, das ist... Oh. Ich würde Boltax mal nie zu seinem Ohr runtergehen. Jetzt mach Jalan doch vor seinen Freunden nicht schlecht, Boltax. Oh, aber das hat in Kunshamson so gut geklappt. Ja, aber er sieht doch so selten gut aus vor seinen Freunden. Ja, das ist auch wieder recht. Jalan ist richtig clever, was die... Mit voller Absicht. Infiltration von innen heraus angeht. Oh. Ugdan baut derweil wieder das rote und weiße Kamelebrett auf, was Iserun zerstört hat. Was? Ich habe das gar nicht zerstört. Nur du bist voll mit dem Kopf drauf gelandet. Gemeinsam mit deiner Leiche. Ich denke, dass ich so eine harte Birne habe. Oh, Iserun, hier hast du eine Macke reingemacht. Oh, die sieht doch richtig gut. Guck dir das mal an. Das musst du neu lackieren. Die Zeit zieht sich dahin wie Wachs. Wie hartes Wachs. Und während du so da sitzt, Jalan, und in dem Dreck herummalst mit deinen Füßen, mit den Fingern, mit deiner goldenen Hand, kannst du immer noch sehen, wie die Piraten ein bisschen tuscheln. Vor dir in der Sammelzelle sind wohl auch vier weitere Personen, die Schwerter Borberats, die Soldaten, die nicht unbedingt auf euch Acht geben, aber die ganz generell aufpassen, dass ihr hier nicht entkommt. Und wird Alrik Sijian, so hat er sich mittlerweile vorgestellt, der Maraskaner, wird dich dann anticken. Bruder, Schwester, sagt einmal, warum holt ihr uns hier nicht raus? Geduld ist eine Tugend. Nun, aber ihr dient doch den Richtern. Den Richtern? Ja. Bege die Stimme ein wenig, lehne mich etwas in seine Richtung. Ich sehe, dass ihr Bruder, Schwester Prios dient. Und damit sind die Richter doch auch dafür zuständig, uns aus dieser Zelle zu holen. Es ist wahrhaftig der Richter, aber warum denn die Richter? Weil alles in Dualität existiert, Bruder, Schwester. Nun, ihr habt gegrüßt mit den richtigen Worten. Ihr wart sicherlich schon auf der Heiligen Insel.
Dann habt ihr es nicht mitbekommen? Nun, ich habe dort viel mitbekommen, aber was genau meint ihr? Es gibt den Wächter des Tages, dem ihr dient, und sein Bruder Schwester ist Fex, der Wächter der Nacht. Sie sind beide in einer Symbiose miteinander verbunden. Gerechtigkeit. Sowohl in der Tag, Selbstjustiz, als auch eben Gerechtigkeit in der Nacht. Und Fexens Art, Justiz zu üben, ist doch wohl kein bisschen der von Praios gleich. Doch. Sie teilen sich das gleiche Gedankengut. Es sind die gleichen Prinzipien, Bruder, Schwester. Dualität ist wichtig. Ein Gott kann nicht alleine existieren. Sie existieren immer in Paaren. Denn die Einzigartigkeit ist böse. Und man mag euch vielleicht für einen der Verlorenen halten mit eurem Arm und als Paktmal, aber ich glaube nicht, dass ihr einer seid. Nun, selbstverständlich nicht. Eine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Das habe ich mir gedacht, aber auch das spricht wieder einmal dafür, dass ihr dem Wächter der Nacht ebenso dient. Ihr täuscht etwas vor, was ihr nicht seid. Das ist ganz und gar nicht der Weg des Richters in der Nacht, beziehungsweise des Tages. Ihr denkt, dass wir eher unter Fexen Stern stehen? Schon immer gestanden habt. Eine seltsame Ansicht, aber deswegen fragte ich, Bruder, Schwester, warum ihr uns hier nicht rausholt. Blicke nochmal zu den... Wie viele Wachen stehen da? Vier. Blicke nochmal zu denen rüber. Mir vergeht die Zeit tatsächlich ein wenig lang. Bruder, Schwester, meinst du wirklich, dass der Ungeschaffene von ihnen hier auftaucht? Nein. Ich hoffe allerdings, dass meine Kameraden einen subtileren Plan haben, als einfach herauszumarschieren. Nun. Man merkt mir vermutlich ohne Menschenkenntnis an, dass ich da so langsam selbst nicht mehr dran glaube. Wir sind jetzt was, einen halben Tag lang hier? Du weißt es nicht. Du hast keine Ahnung. Ja. Also es ist dunkel, du siehst die Sonne nicht, du weißt es nicht. Also dir wurde auch nichts zu essen oder Getränken gereicht. Das macht's schlimmer, nicht besser. Und ich affel mich dann auf und zieh mich an einem der Gitterstäbe hoch. Nun, ihr habt recht. Dann zische ich an der Wachen. Hey, du, komm her! Was willst du, Bub? Ich blicke ihn an. Du und deine Kameraden, ihr bringt mich jetzt hier raus. Praios will es. Dann ziehe ich einen heiligen Befehl. Wie ist denn das, wenn sie erschweren ist, wenn ich dabei irgendwie nicht so wirklich an Praios, sondern an Fex denke? Dieser Malaskana hat mir irgendwie eine Flause in den Kopf gesetzt. Ja. Ich würfel erstmal. Die Selbstbeherrschungsprobe hast du ja nicht geschafft. Dementsprechend bist du sowieso gerade noch sehr, sehr verunsichert. Würfel einfach mal. Können Erschwernis immer noch draufschlagen. Das sieht gut aus. Ja. Er ist dir aber auch feindselig gegenüber eingestellt und er nickt, holt seinen Schlüsselbund raus und fängt dann auch an, die Zellentür zu öffnen. Währenddessen kannst du sehen, wie zwei andere an ihn herantreten und ihn grob herumreißen. Was tust du da? Er hat gesagt, ich soll die Zelle aufmachen. Willst du mich verarschen? Und dann fangen sie an, erstmal zu streiten. Schlüssel werden aus dem Schloss gezogen, klar, die sind aufmerksam, das sind keine Q1-Wachen. Kann ich die Schlüssel greifen, also wenn sie gerade aus dem Schloss ziehen wollen, kann ich sie greifen, rumdrehen und die Tür aufreißen? Fingerfertigkeit. Okay. Komm, ja! Du ziehst nach dem Schlüssel und willst ihn rumdrehen oder... Ja, ich will ihn rumdrehen und dann direkt, ich nehme mal die Tür, geht in die Zelle auf, damit man sie nicht, wenn aufgeschlossen wird, damit die Gefangene die nicht einfach nach außen aufdrängen können, so als Masse. Nee, du kannst es auf der Zelle auch sehen, wird nach außen aufgedrückt. Okay. Und es klickt, du hast den Schlüssel im Schloss stecken lassen, die Probe sind Schärfe von der Wache. Ja, ich meine, ich werde halt direkt dann die Tür auftreten nach außen hin. Okay. Und du trittst die Tür auf, siehst dann, wie gesagt, die ersten beiden waren da irgendwie im Streit, die zweite Person schaut dich aber an und stürmt dann auf dich zu, versucht es dann ebenso mit einem Ausbruch, Sturmangriff bzw. Raufenangriff auf dich. Ja, den möchte ich nicht gegenhalten, sondern halt ganz normal parieren, wie auch immer. Irgendwie den Maras kann er mir zuzischen. Los, auf geht's! Meine Rüstung ist schon alle ausgetragen, das ist gut. Dann muss ich nur raufen würfeln. Dies ist gelungen.
Gut, dann kannst du auch die erste Wache, die dich erkannt hatte, die dich gesehen hatte, kannst du dann, nachdem sie den Angriff angesetzt hatte, kannst du dann überrumpeln. Die anderen drei sind noch so ein bisschen damit beschäftigt, die Tür wieder zuzudrücken, damit du, ich kann das gerade mal verdeutlichen, 1, 2, 3 stehen da dran. Ist irgendwo, ich würde sagen, hier ist irgendwo eine Karte von dem Knast, oder? Ah, hier. So, du jetzt gerade hier, du wurdest von dieser Person wurdest du angerempelt, beziehungsweise bist an den anderen vorbeigeprescht auf ihn zu, hast ihn dann zur Seite gestoßen, sodass er jetzt hier gegen steht und kannst dich dann an den anderen absetzen. Die sind mittlerweile erstmal daran beschäftigt, nee. Die... Nicht? Nee. Rixelion lasse ich nicht hier. Also wenn okay, der ja, braucht, okay, ich würfel selber mal. Ich versuche gerade mal 16. Du kannst sehen, wie er es versucht und sich da wohl durchdrücken will. Ist dann aber wohl im Ringkampf mit dem anderen. Dann versucht es mit Hurosat und versucht sich da irgendwie zu befreien, aber die Schläge und Tritte von ihm werden abgeblockt. Kann ich der Wache, mit der ich gerade gerungen habe, das Schwert aus dem Gürtel reißen? Wieder eine Raufenattacke plus 4. Raufenattacke plus 4. Ich trage dir Schwänze jetzt nicht an, ich gehe auf die 10. Das ist gelungen. Das ist gelungen? Okay, er versucht es mit einer Parade und würde dann selber schnell ziehen. Er hat pariert und ist das, schnell ziehen. Das könnte jetzt übel werden. Ja, das heißt, du bist unbewaffnet und du kannst auch weitere Schritte aus dem Gang hören, die auf dich zukommen. Du weißt nicht, die Tür ist geschlossen. Du weißt nicht, was da auf dich zukommt. Währenddessen, der ganze Knast, die ganze Sammelzelle ist in Aufruhr. Die Piraten rütteln an den Zellen, spucken, schreien, ziehen und machen jetzt ein gewaltiges Brimborium. Was machen die Männer an der Tür hier? Die halten die Tür zu, damit der Piratenabschaum nicht durchkommt. Ich wollte gerade sagen, ich meine die Piraten. Okay, die versuchen die Piraten versuchen durch, die anderen beiden versuchen jetzt wieder schnell zuzuschließen, sonst werden sie natürlich überwältigt. Und Alrixigian wird jetzt hier versuchen, eben mit der Wache zu kämpfen und sich loszulösen. Ich würfe gerade mal. Mein heiliger Befehl gilt im Übrigen noch. Der Typ müsste versuchen, mich herauszubringen. Ich weiß nicht, welcher es war, aber. Ja, schon. Er versucht, ihn rauszubringen. Jetzt halten sie ihn nicht mehr fest. Ja, ist richtig. Er versucht, dich rauszubringen, aber er möchte jetzt erstmal den Schlüssel wieder haben, damit er dich aus dem nächsten wieder auch rausbringen kann. Du bist ein Hund. Ich nehm's. Ich habe mir nicht gesagt, er soll das nicht tun, aber du bist ein Hund. Ja, ich weiß. Und du kannst dann eben sehen, wie jemand auf der anderen Seite der Zellentür an dich herantritt und du kannst sehen, wie es einer der Magier ist. Oh, shit. Kann ich mich ihm noch entgegenstürzen? Du stehst hier, ja? Ja, an der geschlossenen Tür. Dann trete ich ihm die... Du rempel ihm die mit der Schulter voran ins Gesicht. Die Tür ist verschlossen. Shit. Und du siehst, wie ein... Ich ducke mich. Ich unterbreche die Sicht. Stopp. Initiative und dann würfel ich auch Initiative, denn wenn er vor dir den Blitz dich Wind gesprochen hat, hast du ein Problem. Ja. Ich habe 6 gewürfelt, dann bin ich schneller 20. als du. Ja. Du hast gegen die Tür getreten, das war deine Aktion. Er sagt den Blitz dich Wind, dementsprechend... ich habe MR10. MR10? MR10. Ich hätte gern 12, weil Preis... Oh, Junge! Vor dir wird wieder einmal alles in einem hellen Gleißen, nicht schwarz, sondern sehr hell. Du wirst niedergeworfen, niedergerungen, du weißt nicht von wem, du hörst es wie weiter um dich herum. Der Piratenabschirm schreit und kreischt. Derweil können Abelmir und Zulamin wieder bei den anderen auftauchen. Oh, Abelmir, Zulamin, da seid ihr ja wieder. Wollt ihr noch ein Marmeladenbrötchen? Nein, danke. Das ist jetzt nicht der Moment. Er braucht eine Stunde für einen zweiten Befehl. Möchte er den Krug der Heiligen fälschen? Ja, nein. Ja, gleicher Gedanke. Aber was tun wir dann? Hat er den Krug schon mal gesehen? Wird er eine Fälschung von dem Krug erkennen? Ja. Ach, verdammt. Nun, wir könnten Bedingungen machen, dass wir bei der Fälschung anwesend sein müssten. Selbst dann gefällt es mir nicht, weil wir erst, wenn wir aus dem Goldenen Haus zurückkämen, die Gelegenheit hätten. Also, ich bin für folgenden Plan. Wir gehen in das Goldene Haus, holen den Krug und suchen uns im Haus noch irgendwas, was diese Stadt in Aufruhr versetzt. Wie auch immer, was soll man wieder finden? Und dann befreien wir den Bastard.
Ja, lasst mich vielleicht einmal kurz Erfahrungen einholen, ob es tatsächlich eine Partei gibt, die mit den Magdalenata in Konflikt liegt. Zur Not könnte ich versuchen, mich als eine der ihren auszugeben und die auf die anderen hetzen. Vielleicht die Stadtgarde. Jetzt nicht, dass ich an euren schauspielerischen Kräften zweifeln will, aber die kennen sich. Sind es wirklich nur so wenige? Naja, das sind die hocken alle in den gleichen Dörfern. Die werden sich schon kennen. Gut. Dann können wir wohl diesen Plan nicht durchführen. Ich habe also, keine Idee. Habt ihr keine vielleicht findet ihr was im Heiligen Haus. Vielleicht. Magische Möglichkeiten welcher Art? Nun, ihr seid durch den Limbus hierher gekommen, aber ihr möchtet diese Erfahrung sicherlich nicht wiederholen, oder? Nein, nicht unbedingt. Es gibt gewisse Kräfte, die ein Durchkommen durch den Limbus hier sehr erschweren. Ja, das ist gefährlich. Das sollte man wirklich darauf achten. Mir ist da sehr unangenehmes in Wahrung widerfahren. Also ich habe sehr kurzfristig, durch elementare Kräfte reisen musste. Ja, natürlich. Es ist alles verunreinigt hier. Ich merke es auch. Das wollen wir Isarun nicht noch einmal zumuten müssen. Ja, wir müssen jetzt den Krug holen. Na gut. Das ist nun mal darum, warum wir hier sind. Und den da aus 20 Leuten rausprügeln, ist nicht das Problem. Wir müssen dann sehr schnell verschwinden. Ja, das Schiff wird schon bereit gemacht. Was, wenn es dann zu spät ist? Uns könnte die halbe Stadt auf den Fersen sein, wenn wir aus dem Goldenen Haus kommen. Wir sind optimistisch und denken, dieser Befehl bringt uns da rein und wieder raus. Aber glaubt ihr wirklich, dass das so glatt geht? Naja, dann wird er sterben. Ich denke, wir werden uns aufteilen müssen und die beiden Aktionen gleichzeitig durchführen müssen. Oh Gott. Ist es wirklich eine kluge Idee? Nein, natürlich ist es keine kluge Idee. Andererseits, die Alternative ist, dass wir ihn in diesem Kerker verschmoren lassen. Ja, also ich glaube tatsächlich nicht, dass wir lange in dem Haus sein werden. Ich könnte auch kurz mit Rafim vorbeigehen. Ich schneide die eine Wand an, er rampelt die Wand kaputt. Wir nehmen Jalan mit und das Ganze passiert sehr still, weil, es ist halb still, weil ich Stille gezaubert habe. Das wäre so eine Möglichkeit, wie wir Jalan nicht einfach... Ein großes Loch in der Wand ist nicht gerade unauffällig, nicht wahr? Ja, aber wie wollen wir ihn sonst da rauskriegen? Eventuell brauchen wir ihn im Haus und es ist besser, als uns aufzuteilen. Wie wollt ihr die anderen Gefangenen, die vermutlich auch in den Zellen sind, ruhig stellen? Es ist ein Silenzium. Also ihr habt keine Möglichkeit, dieser zu beruhigen. Nein, die können doch auch rausströmen, das ist mir doch egal. Wenn da ein Loch ist, dann ist das Loch für jeden. Ein Loch im Stein ist ein Loch im Stein, sagen wir Zwerge immer. Nun ja, es gibt Wachen vermutlich, die an den Zellen stehen, oder? Ach, naja. Dafür haben wir Rafim dabei. Okay. Ja, aber wir müssen erst diesen bescheuerten Krug holen. Weil wenn wir den Krug haben, können wir so viel Aufmerksamkeit erregen, wie wir wollen. Weil dann können wir uns von hier verpissen. Dann brechen wir die Wand auf, Isarun schmeißt dann Feuerzauber rein und wenn sich noch einer von den Bastarden bewegt, bringe ich den um. Naja, Jalan wird sich hoffentlich noch bewegen. Ja, hoffentlich. Aber wenn wir nicht den Krug haben, können wir keine Aufmerksamkeit erregen. Ich denke auch, es ist am besten zusammen zu bleiben. Ja, das meinte ich ja genau. Deshalb wäre es furchtbar unklug, sich jetzt zu trennen. Ja, unser Fluchtplan steht. Wir machen einfach Punkt 1, holen den Krug, schauen uns in seinem goldenen Haus um, finden vielleicht noch was, um die Magdalenata auf die anderen zu hetzen, Isarun. Vielleicht findet ihr ja was. Ich weiß nicht, ob es klug ist, etwas anzufassen, was dort gelandet ist. Ja, den Krug auf jeden Fall. Ja, die jetzt recht haben, vielleicht sollten wir das nicht anfassen. Habt ihr unsere Flucht geplant? Habt ihr mit Uktan gesprochen? Ja, er macht das Schiff schon bereit. Und ein paar Maßnahmen wollt ihr auch ergreifen. Gut, das ist immerhin schon mal etwas.
Vielleicht sollten wir uns das Gefängnis vorher einfach mal anschauen, damit wir einen Eindruck erhalten, wie wir am besten hinein und wieder hinauskommen. Aber wenn Sie Goldhand haben, Goldhand weiß alles. Was, wenn er bricht? Und wir gehen gerade zum Goldenen Haus. Deswegen müssen wir ja schnell handeln. Ja, das hattet ihr doch vorhin schon gesagt. Ja. Oh, verzeiht, da war ich nicht da. Nein, ihr hattet das gesagt, dass unser Fenster jetzt sehr begrenzt ist. Ich dachte, das habt ihr genau aus diesem Grund gesagt, weil wir nicht wissen, wie lange er durchhält. Ja. Nun gut, also in einer Stunde zum Goldenen Haus und dort das Beste hoffen und dann Jalan befreien. Ist das unser Plan? Nun gut. Sieht wohl so aus. Gut, packt eure Sachen zusammen. Ich versuche noch etwas über diese Magdalenata herauszufinden, ob sich da irgendwas ergibt. Und ansonsten lassen wir unsere Sachen direkt zur Galeere bringen. Ja, wenn ihr eh auf dem Markt seid, kauft noch etwas Brandöl. Ich hätte noch eine Flasche mit Brandöl. Oh. Allerdings wir dachten eher an Fässer. Nun, eine Flasche macht nicht viel Unterschied, aber nun ja, es ist eine Flasche. Ist ein sehr gutes Brandöl. Oh, natürlich, Abemir. Ihr lasst euch doch nicht lumpen. Nun, wir hatten es erbeutet in Wahrung. Ihr könnt euch erinnern an den Alchemisten. Ja. Oh, ja. Da, wo ich geflogen bin und Ravim unsichtbar war, das war merkwürdig. Interessant. Ja, ich lasse den Bären dann auch schon auf die Galeere bringen. Oder sollte er sie noch hier bleiben? Nein. Also alles auf die Galeere, außer was wir am Mann tragen. Hoffen wir, dass er sich nicht Feuer umbringen lässt. Ja, das hoffen wir doch immer. Dann darf Ihr Sohn eine Geschichtswissenprobe ablegen. Alles klar. Da du Tobrierin bist, ist das auch gar nicht so schwer.